Und ich gebe dem Kollegen Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten nunmehr das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Geburtstagsjubel ist angesagt, und da stimmen wir gerne mit ein. Denn auf Ihre Wiedervorlage, Kollegin Müller, ist ja Verlass. Auch die Rede ist nicht identisch dank Corona, aber doch viele Punkte finden sich wieder. Und Sie haben vieles Richtige angesprochen, dem ich gar nicht widersprechen möchte, nämlich einmal zunächst die Vernetzung, die sicherlich gesteigert wurde durch Gründung dieser beiden großen Verkehrsgesellschaften. Das ist ja auch zunächst einmal eine kommunale Feier, der wir hier heute sozusagen beiwohnen. Das Land ist zwar beteiligt in beiden Fällen, aber ausgegangen ist das ja von der kommunalen Familie. Und die Vernetzung ist in der Tat gesteigert worden, denn wir hatten vorher natürlich das Problem vieler Fahrkarten, vieler Tickets. Und vielleicht wird uns auch der Minister wieder die Story erzählen, wo er in Offenbach aussteigen musste und dann oder an der Stadtgrenze aussteigen musste, Kaiserlei wahrscheinlich, und dann einen neuen Fahrschein lösen müsste. Das alles ist zum Glück Vergangenheit. Kollegin Müller hat es angesprochen. Und die Zahlen sind wirklich eindrücklich. Kollege Gagel, denn zwischen 2015 und 2020 sind die Zahlen ja noch einmal extrem nach oben gegangen. Zwischen 2015 und heute immerhin eine Steigerung von noch einmal 15%, zunächst 35, jetzt eine Steigerung gegenüber 1995 um 50%. Im Moment befördert der RMV und der NVV 900 Millionen Menschen im Jahr. Das sind knapp 3 Millionen am Tag. Das ist eine ganz, ganz stolze Leistung. Und deswegen geht mein Dank an diese Stelle auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Verkehrsverbünde, die jetzt auch in der Krise Großartiges leisten. Ich möchte im Moment kein Busfahrer sein. Ich glaube, da muss man großes pädagogisches Geschick haben, wenn man jetzt Schüler befördert. Musste man schon immer, aber jetzt ist es, glaube ich, noch einmal besonders schwierig. Und da muss man auch gute Nerven haben. RMV und MVV sind eine Erfolgsgeschichte. Und deswegen könnte man zunächst einmal sagen, nichts gegen das Geburtstagskind auf so einer Geburtstagsfeier. Aber wenn man 25 Jahre alt wird, dann ist man in einem Alter, wo man, glaube ich, auch schon Kritik und auch ein ehrliches Feedback verträgt. Und deswegen, Frau Kollegin Müller, müssen heute auch die kritischen Aspekte genannt werden, die mit RMV und NVV zu tun haben. Und da sprechen Sie ja zunächst einmal in Ihrem Antrag von dem konstanten Ausbau der Infrastruktur. Ja, da habe ich so meine Zweifel, denn eigentlich fährt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, mit der Emma immer noch auf der Schienentrasse von vor 150 Jahren. Zumindest zum allergrößten Teil. Und der Kollege Geschäftsführer Ringert, ja, hat ja, haben Sie auch schon zitiert, das so schön auch mit Zahlen unterlegt. Wir haben zwar ein 43% höheres Zugangebot, dadurch, dass wir natürlich mehr und längere Züge einsetzen. Aber wir haben in den letzten Jahren nur 8 Kilometer neue Strecken bekommen im RMV. Ich finde, das ist eine Zahl, die für sich spricht und die zeigt, dass wir sehr viel mehr in den Streckenausbau, gerade im Ballungsraum, investieren müssen. Und wenn Sie mal die großen Projekte nehmen, also die sind ja alle auch schon mehr oder weniger eingetütet, nordmainische S-Bahn beispielsweise, Elektrifizierung der Taunusbahn und so weiter, dann geht es ja jetzt nicht mehr um diese Projekte, sondern es geht um ja die neuen Projekte, den Schienenring um Frankfurt und den Fernbahntunnel. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Projekte überhaupt für diese Region, für dieses Land, nicht nur aufgrund der Größe, sondern aufgrund der Bedeutung auch für den ÖPNV. Denn natürlich brauchen Sie zusätzliche Kreise, wenn Sie oben auch neue Frequenzen für den ÖPNV schaffen wollen. Herr Dr. Naas, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wagner von den GRÜNEN zu?
Nicht so lange gewartet, ja. Oh Gott, drücken bitte mal. Herr Kollege Naas, wenn Ihnen der Ausbau des Schienennetzes so wichtig ist, dürfen wir uns dann auf Ihre Unterstützung für den Ausbau des Schienennetzes in der Landeshauptstadt Wiesbaden freuen? Und ich habe Ihnen damals gesagt, dass es dafür gute Gründe gibt, dagegen aber noch bessere Gründe gibt. Und deswegen ist die Fraktion vor Ort sicherlich näher dran und kann das sicherlich sehr, sehr gut beurteilen. Da muss ich mich wiederholen. Aber zurück. Ich habe die Liste, wo Sie mit Ihren kommunalen Fraktionen überkreuzt sind, hier nicht vorlegen, sonst könnte ich sie Ihnen vorlesen. Aber glauben Sie mir, die gibt es. Aber kommen wir zurück zum NVV. Die letzte Reaktivierung einer Strecke Korbach-Frankenberg ist 6 Jahre her, und deswegen ist auch hier noch Luft nach oben. Lassen Sie mich etwas zu dem Thema von Frau Kollegin Müller sagen, nämlich den steigenden Fahrgastzahlen, die ein Beleg für die Attraktivität des ÖPNV sein. Das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, das hat etwas mit dem Zuzug in den Ballungsraum zu tun. Denn wenn Sie natürlich mehr Menschen im Ballungsraum haben, Kassel und eben Frankfurt-Rhein-Main, dann haben Sie auch mehr Frequenz auf dem ÖPNV. Das ist leider so. Und das korrespondiert im Übrigen auch mit der Pünktlichkeitsquote, denn die liegt im Moment bei nur 96%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, der ÖPNV ist eine wichtige Säule, aber wir brauchen auch die Wahlmöglichkeit, und deswegen ist der ÖPNV auch nicht der Verkehrsträger für alle Zeiten und für alle, sondern wir werden am Ende mehrere Möglichkeiten brauchen, wie wir von A nach B kommen. Und dazu zählt sicherlich auch ein Auto mit innovativem Antrieb. Dazu zählt, muss nicht Elektro sein, kann auch etwas anderes sein. Dazu zählt sicherlich auch die Seilbahn, dazu zählt auch das Rad, ein großer Gewinner der Corona-Krise, gebe ich Ihnen recht. Und dazu zählt eben all das, was wir an Mobilität anbieten. Und da ist die Verknüpfung das Allerwichtigste. Und wenn ich mir die Verknüpfung so anschaue, Sie haben die Fahrradabstellplätze leider nicht erwähnt, das hätte ich eigentlich von Ihnen erwartet, da muss ich sagen, da ist vieles den Kommunen zu verdanken. Da geht vieles auf die Initiative der Kommunen zurück. Und das Wenigste auf die Initiative des Landes. Zwar sind Sie immer mit dem Scheck dabei und auch auf jeder Einweihung natürlich zugegen, aber es sind oft die Kommunen und nicht der RMV, die diese Möglichkeiten erst vorsehen. Zur Verknüpfung gehört auch, dass wir die Park-and-Ride-Plätze weiter ausbauen. Da hat Hessen einiges gemacht, aber auch da ist noch Luft nach oben. Nehmen Sie einmal die Verlängerung der U6 mit der Verknüpfung eines Park-and-Ride-Platzes an der Raststätte Taunusblick, ehemalige amerikanische Militärtankstelle. Ich glaube, da wäre vieles möglich. Bisher ist es gescheitert. Und hier gilt der alte Satz, Sie brauchen am Ende die letzte Meile. Und wenn Sie sozusagen mit dem Zug dort nicht hinkommen, dann brauchen Sie das Fahrrad oder Sie brauchen das Auto. Und die Verknüpfung ist sehr, sehr wichtig. Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Punkt der Tarife. Auch da nützt es nichts, am Ende die Jahrestickets mit dem Helikopter abzuwerfen oder auf Freifahrtscheine für alle zu helfen, sondern wir brauchen auch ein faires Tarifsystem bei der Einzelfahrt. Und da hinkt der RMV leider hinterher. Er hat jetzt eine RMV-Smart-Regelung angeboten. Das gilt allerdings nur für die ersten 30.000 Tester. Ich finde, das ist zu wenig. Es ist keinem verständlich zu machen, warum eine Fahrt von Frankfurt West nach Eschborn Süd, das ist die längere Strecke, mehr kostet als nach Steinbach-Weißkirchen. Das ist die kürzere Strecke. In dem einen Fall ist es natürlich eine Wabe, in dem anderen Fall ist es eben nicht die Überschreitung einer Wabe und damit günstiger. Die Waben haben ihre Berechtigung, aber es muss auch ein Äquivalent sein für die gefahrenen Kilometer. Da setzt der neue RMV-Smart-Tarif an, und der sollte dringend ausgebaut werden. Bleibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung und die Qualität selbst.
Da haben Sie, Frau Kollegin Müller, so schön den, und sehr geschickt, muss ich sagen, den NVV ausgespart. Denn der plant ja im Moment noch, dass es eben WLAN in den Zügen gibt. Da kann ich Ihnen sagen, Jim Knopf hätte mittlerweile auch in Kassel gerne WLAN in den Zügen. Das hat die Anfrage meines Kollegen Stirböck sehr deutlich gezeigt, dass auch da der NVV erst noch in der Vorbereitung ist. Ja, die offenen Daten, über die haben wir auch schon gesprochen, Herr Minister. Wir würden uns wünschen, dass die Daten des RMV und des NVV als offene Daten auch weitergegeben werden an kleine Start-ups, dass daraus App-Lösungen konstruiert werden können, dass der RMV, ich kenne die Auffassung des RMV dazu, nicht auf den Daten sitzt und dann eben versucht, selbst die Daten zu verwerten. Ich kenne auch die Gefahr, die damit einhergeht, aber wir glauben nach wie vor, dass mehr Chancen als Risiken in diesem Ziel stecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der RMV, aber auch der NVV hat ehrgeizige Ziele und ehrgeizige Projekte. Der Fernbahntunnel, ich habe ihn genannt, der Ausbau der Schiene in ganz Hessen und auch die Digitalisierung und die Vernetzung unter den verschiedenen Mobilitätsformen sind große Gründe. Es gilt heute zu feiern, aber es gibt auch weiter große Herausforderungen für beide Verbünde. Wir werden die Entwicklung weiter kritisch beobachten aus unserer Rolle. Und wir sagen aber heute herzlichen Dank an NVV und RMV für die bisherigen großen Leistungen und für das große Engagement. Und wir gratulieren an dieser Stelle herzlich für 25 Jahre Verkehrsverbünde in Hessen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Ich weise darauf hin, dass ich sehr liberal eben für meine eigene Fraktion gehandelt habe. Ich werde es jetzt bei den Linken genauso machen. Frau Wissler, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Verkehrsverbünde RMV und NVV werden 25 Jahre alt. Und vor 25 Jahren waren sie ein Fortschritt in der Benutzungsfreundlichkeit von Bus und Bahn. Heute brauchen wir neue Innovationen, um die Verkehrswende zu schaffen und um die vereinbarten Klimaziele, nämlich den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor bis 2030 um 40% zu reduzieren. Um die noch zu erreichen, diese Ziele, brauchen wir neue Innovationen und vor allem brauchen wir eine Verkehrswende, meine Damen und Herren. Wir brauchen dafür den massenhaften Umstieg auf den ÖPNV, auf Rad- und Fußverkehr. Und wir brauchen dafür natürlich ein drastisch ausgeweitetes Angebot. Und wir brauchen Preissenkungen, perspektivisch den Nulltarif. Weil der RMV ist, gerade der RMV, ist ein teurer Verkehrsverbund. Die Ticketpreise sind viel zu hoch. Eben mein Vorredner, Herr Naas, hat ja schon darauf hingewiesen, dass die Preisstruktur in Teilen auch völlig unlogisch ist. Und deswegen müssen wir auch die Frage von ÖPNV für alle, Bezahlbarkeit für alle diskutieren, weil die Attraktivität des ÖPNV im Vergleich zum Auto hängt eben auch davon ab, wie die Ticketpreise am Ende sind. Und Menschen, die sowieso ein Auto haben, überlegen sich, ob sie sich zusätzlich noch ein Monatsticket für 80 oder 90 Euro kaufen oder ob sie dann im Zweifelsfall einfach das Auto nehmen. Und deshalb müssen wir auch an dieser Frage diskutieren, was da nächste Schritte sein können, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Und der Nulltarif muss ja nicht von heute auf morgen kommen. Man könnte Preise langsam senken und das Angebot dabei ausbauen, barrierefrei und natürlich mit guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Sinnvoll wäre es, einmal zur Reduzierung der Schadstoffe in den Städten, aber auch eben um die Klimaziele einzuhalten. Und ganz wichtig, es ist natürlich auch eine sozialpolitische Maßnahme, denn Menschen ohne eigenes Auto und mit schmalem Geldbeutel würden dadurch natürlich bei den Mobilitätskosten enorm entlastet und es würde ihnen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, weil es ist doch inakzeptabel in einer so reichen Gesellschaft, dass sich die eine oder andere Rentnerin überlegen muss, ob sie zwei- oder dreimal in die Innenstadt fahren kann, weil sie sich die hohen Preise nicht leisten kann, meine Damen und Herren. Deswegen glaube ich, es gibt gute Gründe,
dass man diejenigen, die den ÖPNV nutzen und sich ja und auch ökologisch verhalten, dass man denen nicht große Teile der Kosten aufbürdet, sondern das ÖPNV-Angebot als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, die eben auch von allen bezahlt wird, ob sie den ÖPNV nutzen oder nicht. Und ich glaube, hier können wir noch einmal über alternative Finanzierungskonzepte auch diskutieren. Und da gab es ja auch in den letzten Jahren eine immer größere Offenheit zu dieser Frage. Wir wollen, dass mehr Menschen als heute Bus und Bahn benutzen. Das ist das Ziel des Ganzen. Und deshalb ist es klar, dass wir einen erheblichen Ausbau der Infrastruktur und des Angebotes brauchen. Aber leider wird von der Möglichkeit, die Kapazitäten auf das Maximum zu erhöhen, nicht Gebrauch gemacht. Herr Minister, derzeit laufen etwa die Ausschreibungen der Bahnlinie zwischen Frankfurt und Mittelhessen bis 2038. Bis dahin, bis 2038, müssen wir die Verkehrswende eigentlich geschafft haben. Ja, aber bis dahin, und in dieser Ausschreibung werden weder Doppelstockwagen gefordert noch die Möglichkeit vorgesehen, die Verkehre kurzfristig an höhere Nachfrage anzupassen. Das heißt, bei den momentanen Ausschreibungen werden die Engpässe, die wir doch gerade haben, die werden festgeschrieben. Und deswegen, Herr Minister, gab es ja auch vor einigen Tagen einen Brief an Sie, einen Brandbrief von den mittelhessischen Fahrgastverbänden und dem VCD, die dringend mahnen, dieses Angebot zukunftsfähig zu gestalten, statt sich vertraglich auf Jahrzehnte an ein viel zu knappes Angebot zu binden. Die Koalition. Herr Kollege, das ist ja ein Wort, das müsste fast gerügt werden. Mit dem Offenbach meine ich jetzt. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, in der Tat haben wir ja das Problem, dass in den Ballungsgebieten die Bahnen oft völlig überfüllt sind, während im ländlichen Raum in Teilen einfach abgeschnitten ist vom ÖPNV-Angebot. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen einen Ausbau in den Ballungsgebieten und auf den Pendlerstrecken, weil natürlich hat das auch damit zu tun, wie attraktiv Bahnfahren ist. Hängt eben auch davon ab, ob man eine Dreiviertelstunde lang stehen muss auf seinem Weg zur Arbeit oder ob man vielleicht auch einen Sitzplatz hat, gemütlich eine Zeitung lesen kann und eine halbwegs entspannte Bahnfahrt hat. Also das hängt ja auch mit der Attraktivität von Bahnfahren zusammen. Und natürlich dürfen wir dabei den ländlichen Raum nicht vergessen, weil natürlich brauchen wir hier eine gute Anbindung, dass man eben auch im ländlichen Raum ohne Auto leben kann. Die Vorredner, und viel ist ja jetzt gelobt worden, die hessischen Verkehrsverbünde, dass sie besonders innovativ seien. Und natürlich ist vieles nicht falsch, was RMV und NVV machen. Aber besonders innovativ ist das jetzt auch nicht. Ich meine, die letzten Innovationen sind etwa die Schnellbusse, die es vielerorts schon lange gibt, oder WLAN in immer mehr Zügen. Aber ist das innovativ? Ich weiß, es wäre vielleicht 2005 oder 2010 wirklich innovativ gewesen. Und laut den laufenden Ausschreibungen für 2024 bis 2038 sollen weiterhin pro Tag 100 MB Datenvolumen per WLAN zur Verfügung stehen. 100 MB Datenvolumen pro Tag. Und das ist, wie das bisher in anderen Zügen des RMV auch schon der Fall ist. Das heißt also, wenn jemand gerade in der S-Bahn sitzt und diese Debatte jetzt gerade als Livestream verfolgen möchte, sei er gewarnt, weil nach spätestens 10 Minuten müsste damit dann Schluss sein. Kann derjenige auch, je nachdem, welche Debatte wir gerade führen, auch als Erleichterung empfinden? Weiß ich nicht. Aber kommt drauf an, es gab ja heute einige Debatten, wo man vielleicht auch vor 10 Minuten schon hatte abgeschaltet, wenn man sich angehört hätte. Aber das Datenvolumen ist natürlich absurd wenig. Und es ist heute absurd wenig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 2024, 2038, bis dahin, wo man vielleicht ganz andere Datenvolumen braucht, also auch da, finde ich, schreiben wir gerade etwas fest und machen vertragliche Vereinbarungen für eine Zukunft, was eher Entwicklungen hemmt, statt wirklich innovativ, um dieses Wort auch noch einmal zu benutzen, nach vorne zu treiben. Und ja, und ich meine, Internet im Zug, es ist sicher technisch jetzt keine Lappalie, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Also es soll ja möglich sein, es gibt ja andere Länder in Europa, die das ziemlich gut hinkriegen mit WLAN im ÖPNV. Und beim Thema Ausschreibungen ist das ja generell ein Grundproblem in der hessischen ÖPNV-Struktur,
was dringend auf den Prüfstand gehört. Denn spätestens seit 2002 gab ja Schwarz-Gelb den hessischen Weg vor. Das hieß, dass alle Leistungen nahezu ausschließlich im Wettbewerb vergeben werden sollen. Und das hat zur Zerschlagung der städtischen Verkehrsbetriebe mit ihren bislang im öffentlichen Dienst stehenden Arbeitsplätzen geführt. Es hat zu einem knallharten Wettbewerb zwischen teilweise multinationalen Konzernen um die billigsten Bus- und Bahnleistungen geführt. Und auch wenn man jetzt hier und dort versucht, diesen Wettbewerb zu lenken, nämlich z.B. mit festgeschriebenen Qualitätsanforderungen oder indem man dann doch einmal versucht, die Größen von Ausschreibungspaketen so festzulegen, dass Mittelständler über eine Chance haben, sich zu bewerben, so geht diese Kostenminimierung oder Kostenoptimierung, wird es ja immer euphemistisch genannt, letztlich vor allem auf dem Rücken der Beschäftigten. Es bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen sich verschlechtern, und es bedeutet auch, dass das Material sich verschlechtert, was auch viele Fahrgäste subjektiv so empfinden, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir es häufig schon im Landtag zum Thema gemacht, weil wir gesagt haben, dieser Wettbewerb, so wie er in Hessen geführt wird, und diese Ausschreibungspraxis, das ist ein Problem für die Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Und Busfahrerinnen und Busfahrer und Zugführerinnen und Zugführer, das sind verantwortungsvolle, wichtige Berufe, und die müssen auch entsprechend entlohnt werden, meine Damen und Herren. Und gerade bei den Busfahrerinnen und Busfahrern immer knappere Pausenzeiten, die zudem dann oft nicht bezahlt wurden, geteilte Schichten, knappe Löhne, alles, was irgendwie noch dazu dienen kann, ein möglichst billiges Angebot abzugeben. Und das teilweise, das muss man wirklich so sagen, bis an den Rand der Legalität, weil wir reden an vielen Stellen hier über das Unterlaufen des gesetzlichen Mindestlohns. Und daher rührt doch auch der chronische Mangel bei Bus- und Bahnfahrpersonal, weil sich viele Beschäftigte das nicht lange antun, weil sie wissen, sie können von dem einen Job nicht leben. Und ich war im Busfahrerstreik unterwegs, habe mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die mir erzählt haben, ich gehe nach der Schicht zur nächsten Schicht. Ja, und die abends einen zweiten Job nachgehen, weil sie davon nicht leben können, dass sie einfach in Anführungsstrichen nur Busfahrer sind. Und deswegen gibt es ja auch viele Busfahrer, die dann Lkw oder Taxi fahren, weil sie einfach von ihrem Gehalt nicht leben können. Von daher war das ja ein Erfolg, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer in ihrem Streik im letzten Jahr Verbesserungen durchsetzen können. Aber wären sie noch im öffentlichen Dienst beschäftigt? Oder hätten wir diese Ausschreibepraxis nicht wie in Hessen, dann wäre das gar nicht notwendig gewesen, weil dann hätten wir diese Gehaltslücken erst gar nicht gehabt, meine Damen und Herren. Und deshalb, ja, herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag RMV und NVV, auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben die ÖPNV-Nutzung vereinfacht. Sie machen das aber nicht. Ja, die machen das nicht wesentlich besser oder schlechter als andere Verkehrsverbünde in Deutschland, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, wenn wir einen wirklich attraktiven ÖPNV haben, der viele Menschen zum Umsteigen bewegt und echte Mobilität für alle garantiert, auch auf dem Land, dann brauchen wir einen massiven Ausbau gegenüber dem heutigen Angebot. Und dann müssen wir auch offen sein für neue Lösungen in Fragen der Organisation und auch in Fragen der Finanzierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war wieder sehr liberal, genau. Keine Wortmeldungen liegen mir mehr vor von den Fraktionen und der fraktionslosen Kollegin, sodass nach dem Desinfizieren der Staatsminister Al-Wazir das Wort bekommt. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mit einem großen Wort beginnen, aber ich meine das sehr ernst. Von Hessen lernen heißt erfolgreiche Busse und Bahnen lernen, Frau Wissler, um das an dieser Stelle einmal zu sagen. Wir haben 25 Jahre RMV und NVV. Wir haben 25 Jahre Erfolgsgeschichte des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Und wenn man sich die Zahlen einmal anschaut, dann ist es zwar immer richtig, sich zu überlegen, was man noch besser machen könnte, aber es schadet auch nicht einmal, sich zu betrachten, wo man schon gut ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schadet nicht. Weil Frau Kollegin Heitland hat es angesprochen. Damals war es noch die Bundesbahn, die das organisiert hat. Dann gab es die Bahnreform Anfang der 90er Jahre, die Regionalisierung und am Ende auch die Verantwortung auf der Länderebene. Und ich will das an dieser Stelle sagen, Hessen hat was draus gemacht. Und ja, Herr Eckert, da waren alle Parteien daran beteiligt, ausdrücklich. Und ich glaube, an dem Punkt, wenn man sich einfach einmal betrachtet, ich will das noch einmal sagen, wir haben jetzt 50% mehr Fahrgäste als vor 25 Jahren.
50% mehr Fahrgäste. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Und der Herr Naas hat es angesprochen, dass es einen besonderen Zuwachs in den letzten 5 Jahren gab. Das hätte ich selbst gar nicht angesprochen. Dann kann das auch nicht so schlecht gewesen sein, was wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Das vielleicht nur zu dieser Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist der Erfolg? Der erste Erfolg ist, man hat aus tausenden Bus- und Bahnlinien in den unterschiedlichen Städten und Kreisen ein System gemacht, ein einheitliches, vertaktetes System. Und das ist mit einem Fahrschein zu benutzen innerhalb der Verbünde. Und ich will das ausdrücklich sagen. Vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, ist überhaupt erst durch die Verbundgründung möglich geworden. Semesterticket mal als Beispiel. Kann sich kein Studierender mehr daran erinnern, dass es das mal nicht gab. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, liebe Karin Müller. Aber ich glaube, an so einer Stelle ist klar, dass solche Angebote ja überhaupt nur gehen, wenn man große Verbünde hat, die im Zweifel sogar bei den landesweiten Lösungen alles anerkennen. Und ich glaube, wenn wir uns das betrachten, wir haben das Angebot immer weiter ausgebaut, und zwar nicht nur im Ballungsraum, sondern auch in den ländlichen Regionen. Und ich bin dankbar, dass die Untersuchung der Allianz pro Schiene, der Ländervergleich, angesprochen worden ist, weil ja so oft immer gesagt wird, bei mir kommt kein Bus. Wenn 96,1% aller Hessinnen und Hessen in 600 Metern Entfernung eine Bushaltestelle haben, wo mindestens 20 Abfahrtmöglichkeiten am Tag existieren, und das ist der beste Wert aller Länder, aller Flächenländer, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass wir sehr gute Verkehrsverbünde in Hessen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mal zum Vergleich. 96,1%. Das schlechteste Land ist Mecklenburg-Vorpommern mit 74,6% und das zweitschlechteste ist Bayern mit 79%. Das heißt, es kann nicht nur etwas damit zu tun haben, ob es reiche oder arme Länder sind. Es muss auch etwas damit zu tun haben, wie wichtig ein solches Thema auch von der Landespolitik genommen wird. Und auch da haben wir wirklich gute Zahlen nach 25 Jahren. Wir haben viel erlebt, was Modernisierung angeht. Wir haben viel erlebt, was beispielsweise kostenloses WLAN in der S-Bahn angeht, Frau Kollegin Wissler, auch in immer mehr Zügen, digitale Fahrscheine, digitale Fahrpläne, moderne Fahrzeuge, viele Bahnstationen, die modernisiert wurden, der Stationsausbau, der vorangetrieben wird. Und es hat sich dabei bewährt, regionale Aufgaben auch regional zu organisieren. Auch wenn ich bei diesen dutzenden Fragen, die mir da ständig gestellt werden, immer vorwegschieben muss, dass ich gar nicht zuständig bin. Aber wer hat es angesprochen? Stichwort dicker Scheck. Irgendwer hat dicker Scheck gesagt. Herr Naas, glaube ich. Herr Naas war es. Wissen Sie, Herr Naas, ich finde es ja gut, wenn Kommunen, wenn die Verbünde sich Gedanken machen. Aber ich weiß auch, dass am Ende ohne Landeszuschüsse manchmal der Gedanke gar nicht erst beginnt. Also ich glaube, auch an dieser Stelle ist ein Zusammenarbeiten genau richtig und erfolgreich. Und wenn Sie sich anschauen, was wir dort an Erfolgen haben, und auch da sage ich noch einmal, ja, natürlich, im Frankfurter S-Bahn-Tunnel fährt inzwischen durch, was irgendwie durchpasst durch diesen S-Bahn-Tunnel. Aber wir sind eben nicht nur auf den Ballungsraum fokussiert. Und dass im NVV jetzt der Stundentakt Wirklichkeit wird, da würden die im Ballungsraum in Frankfurt-Rhein-Main drüber lachen. Aber wenn man sich einmal überlegt, wie das früher war, Stichwort hier fährt nichts, ist der Stundentakt im Regionalverkehr, im NVV, ein Riesenfortschritt. Und das kann sich auch im Vergleich aller Länder sehen lassen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und auch, dass wir intermodal denken, dass der NVV beispielsweise ein Angebot wie Bike Extra hat, wo sich Kundinnen und Kunden, die eine Jahreskarte haben, für sehr, sehr günstige 169 € im Jahr für 10 Monate ein Pedelec leihen können, ist so ein Beispiel, dass man inzwischen verkehrsträgerübergreifend denkt. Auch an dieser Stelle, Stichwort Regiotram-Konzept. Ja, natürlich ist das teuer gewesen, diese ganzen Investitionen unter dem Kasseler Hauptbahnhof hindurchzugraben mit allem, was dazugehört. Aber da orientieren sich inzwischen viele dran.
Und wenn wir über die Regionaltangente West reden, dann ist die nur denkbar, weil das auch das in einem Zweisystemfahrzeug passieren kann, dass man eben bestehende Eisenbahnstrecken und auch bestehende Straßenbahnstrecken nutzen kann. Nur so ist das ja denkbar, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist ein großes Vorbild. Und wenn ich mir anschaue, Sie haben es ja angesprochen, im letzten Jahr, im 2018, war der Fahrgastzuwachs noch einmal exorbitant. Dann hat auch das etwas damit zu tun, dass wir landesweite Angebote geschaffen haben, wie das Schülerticket, wie das Landesticket. 500.000 Stück dieser Tickets bei 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Das hat dann natürlich auch Folgen. Und ich weiß, dass wir an dieser Stelle die Verbünde auch weiter unterstützen wollen und müssen. Wir haben die jährlichen Zuweisungen an die Verbünde in der letzten Finanzierungsperiode deutlich erhöht. Bundesgeld, Landesgeld, kommunales Geld. Damit sind die Angebotsausweitungen auch möglich geworden, die dann auch wieder beitragen, dass es mehr Fahrgäste gibt. Und wir unterstützen an dieser Stelle die Verbünde auch mit den Fachzentren, die vom Land eingerichtet wurden, beispielsweise das schulische Mobilitätsmanagement. Und natürlich ist klar, dass wir gerade jetzt ein Riesenproblem haben. Natürlich. Übrigens, Frau Wissler, wenn ich das einmal so sagen darf, wir hatten jetzt übrigens, das ist ein Teil des Problems der Finanzierung, quasi ungewollt Ihren geforderten Nulltarif umgesetzt, weil nämlich entweder keiner mehr gefahren ist und auch deswegen auch keine Fahrkarten mehr gekarrt hat und sich auch rumgesprochen hat, dass nicht kontrolliert wurde. Und wenn Sie dann einmal sehen, was das an Finanzierungsherausforderungen bedeutet, wenn dann der von Ihnen geforderte Nulltarif Wirklichkeit ist. Also Sie müssen sich entscheiden. Sie haben in Ihrer Rede gefordert, deutliche Ausweitung des Angebots, deutlich bessere Bezahlung derer, die da arbeiten, und Fahrkarten umsonst. Also wenn man das einmal zusammenrechnet, frage ich mich an dieser Stelle, darf man dann auch einmal Sie fragen, wo soll dieses Geld eigentlich herkommen, Frau Kollegin Wissler? Da muss man, die Frage müsste man dann einmal beantworten. Ja, ja. Die müsste man dann mal beantworten. Ich glaube, ja, ja, ein Teil dieser 12 Milliarden, Frau Kollegin Wissler, ist ja auch für den ÖPNV vorgesehen. Nur wir machen uns gleichzeitig auch wieder Gedanken, dass dieses Geld auch zurückgezahlt werden muss. Das ist das, was Sie nie erwähnen. Und deswegen glaube ich, dass wir an diesem Punkt schon ganz gut aufgestellt sind. Nein, ich will das ausdrücklich sagen, dass der Bund jetzt 2,5 Milliarden € mobilisiert, einmalig, um die Regionalisierungsmittel zu erhöhen. Wir werden dieses Geld natürlich hundertprozentig einsetzen, um die Verbünde und auch übrigens die Kommunen bei den lokalen Organisationen zu unterstützen. Aber auch das wird nicht reichen. Das heißt, wir werden da zusätzliches Geld drauflegen müssen. Und natürlich ist das teuer. Aber gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, auch an dieser Stelle heute zum zweiten Mal eine Erwähnung des Herrn Gagel. Herr Gagel, wenn der ÖPNV nicht da wäre, wenn nicht so viele Leute in Bussen und Bahnen und auf dem Fahrrad sitzen würden, dann hätten Sie mit Ihrem Sechszylinder-SUV keinen Platz zum Fahren. Das sollte Ihnen einmal ein bisschen zu denken geben. Und ich will, wenn Sie sagen, das kostet alles so viel Geld und dann muss so viel Steuergeld bezahlt werden mit allem, was dazugehört. Die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden, wie sie entschieden haben. Ich akzeptiere das. Ich kann und will daran nichts ändern. Jetzt, in der Zukunft, hoffe ich schon. Es gab ja schon einmal Fraktionen, die hier reingekommen sind in den Landtag und irgendwann wieder verschwunden sind in den 60er Jahren. Aber, Herr Gagel, wenn ich mir überlege, wie viele Ihrer Fraktionskollegen ich hier schon ziemlich lange nicht mehr gesehen habe, dass die weiter bezahlt werden, da könnte ich viele Busse von fahren lassen, Herr Gagel. Das können Sie sicher sein. Herr Staatsminister, Sie schauen auf die Uhr. Ich dachte, ja, es, na ja. Aber wir haben, ja, Herr Präsident, ich bin soweit. Letzter Punkt, Stichwort Zukunft. Wir müssen und wir werden auch wieder Situationen haben, wo die Fahrgastzahlen wieder anschließen an die Vor-Corona-Zeiten. Da bin ich mir sehr sicher. Und da Infrastruktur ein Langfristprojekt ist, ein richtiges Langfristprojekt, bin ich sehr froh, dass es in den letzten Jahren gelungen ist, in die ganzen Projekte von Frankfurt Rhein-Main Plus richtig Tempo reinzubringen, dafür zu sorgen, dass wir jetzt diese Schienenausbauten auch machen können, dass wir Gateway Gardens eröffnet haben, dass der Homburger Damm im Bau ist, dass die S6-Verbreiterung, wenn ich das mal so sagen darf, auf das dritte und vierte Gleis im Bau ist, dass die anderen Bereiche finanziert sind, dass wir dort die
Verträge abgeschlossen haben, dass wir am Ende auch in den städtischen Infrastrukturen vorankommen. U2-Verlängerung nach Bad Homburg. Endlich. Was haben wir da lange dran gearbeitet? Ich will das an dieser Stelle mal sagen. Und übrigens in Bad Homburg mit Bürgerentscheid, der deutlich dafür ausgegangen ist, und so viel übrigens noch einmal zur Citybahn, das ist in Wiesbaden auch ein Reaktivierungsprojekt, nämlich ein Reaktivierungsprojekt für die Ahrtalbahn in Richtung Bad Schwalbach. Das sollte man in Wiesbaden nicht vergessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen bin ich sehr sicher, dass wir da weiterkommen und auch die großen Projekte Frankfurt-Fulda, Frankfurt-Mannheim gehören dazu, die übrigens auch wieder nicht nur ICE-Projekte sind, sondern auch Schienenkapazität für den Nah- und Regionalverkehr freimachen, die wir dann natürlich nutzen wollen. Und da genau sind wir nämlich an der Frage, wie können wir dafür sorgen, Stichwort S6-Verlängerung, auch das bedeutet mehr Kapazität für Mittelhessen. Weil wenn die S6 eigene Gleise hat, dann wird auf der Main-Weser-Bahn wieder viel frei, was zusätzlich in Richtung Gießen und Marburg fahren kann. Auch das gehört ja am Ende zu dem ganzen System dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir dann am Ende in eine Situation kommen, dass wir sogar noch den Fernbahntunnel, ich sage mal, für solche ÖPNV-Planungen, Fernbahnplanungen, die auch noch mit Tunnelbauten unter der fünftgrößten deutschen Stadt zu tun haben, geradezu Lichtgeschwindigkeit von 15 Jahren dann auf den Weg bringen können. Hoffentlich klappt das. Dann glaube ich, sind wir insgesamt dabei, das zu tun, wofür wir da sind, nämlich gute Infrastruktur, gute Angebote, attraktive Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die am Ende den Menschen helfen, der Umwelt helfen und auch denen helfen, die nicht vom Auto umsteigen können, weil nur die können dann auch in der Innenstadt noch fahren, wenn es am Ende so attraktive ÖPNV-Angebote gibt, dass nicht alle im Auto sitzen, weil dann klappt nämlich nichts mehr. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Chronistenpflicht folgend, muss ich Sie darauf hinweisen, dass der Staatsminister 3 Minuten und 9 Sekunden überzogen hat. Das ist die nicht ganz so angenehme Nachricht, aber die angenehme Nachricht ist, es liegt keine Wortmeldung mehr vor, sodass wir den Entschließungsantrag hiermit besprochen haben. Und ich gehe davon aus, dass der heute Abend in dem Pulk dann mit abgestimmt wird.